Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier gerade an der Starshine Ranch. Ja, ich nehme direkt nach dem Update auf. Und zwar kamen zwei neue Rennen rein, die wir hier an der Starshine Ranch abholen können. Da das Camp Western wieder kurz bevorsteht, beziehungsweise laut Spoiler-Videos soll es am 15. kommen, aber keine Ahnung. Jedenfalls steht hier der gute Colton West und der hat für uns eine kleine Quest. Wie ihr leider sehen könnt, habe ich die Hauptstory-Quest immer noch nicht. Also Star Stable, ja, ist aktuell nicht so nett zu mir, was das angeht. Ich werde auch nochmal im Support schreiben, weil es immerhin jetzt schon über ein Jahr her ist. Und irgendwann mal muss es ja mal soweit sein. Vielleicht können die mich manuell dafür freischalten. Keine Ahnung. Ja. Hallo. Hallo, Kumpeline. Dann nennst du aber ein feines Pferd dein eigen. Finde ich auch. Dankeschön. Ich bin Colton. Colton West. Den Namen solltest du dir merken. Denn er wird in die Geschichte eingehen als der großartigste Cowboy aller Zeiten. Ich muss mal kurz das Mikrofon anders hinstellen. Achso, falls ihr im Hintergrund ein leises Rauschen hört, das ist der kleine Ventilator hier neben mir, weil es ist verdammte Kacke heiß hier im Zimmer. Und ich sterbe sonst. Ich trage Cowboy-Stiefel, seit ich ein Dreikäsehoch war. Hey, soll ich dir etwas über das Cowboy-Leben beibringen? Ein wichtiger Tipp: Geh Steppenläufern aus dem Weg. Die sind furchtbar stachelig. Ich habe ein paar nachgebildet als Hindernis für ein Rennen. Mein Rennen ist ein klasse Training für das echte Cowboy-Leben. Wagst du dich auf die Strecke? Jo. Alles klar, dann kann das Rodeo losgehen. Hast du das Zeug zum Cowgirl? Entkommst du den Steppenläufern? Machen wir das doch mal. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genau das Rennen, das es letztes Jahr beim Camp Western gab. Und die bleiben jetzt dauerhaft drin. Also die beiden Rennen hier, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Da aber halt leider nur diese zwei Rennen reingekommen sind, ist es gut möglich, dass wir uns gleich noch ein bisschen ja, zum Ruffarmen begeben. Da ich da immer noch nicht weitergemacht habe. Einmal nach Epona für, wie heißt sie denn jetzt? Ach, hier, Jamie Olivenbaum. Und einmal nach Jallaheim, glaube ich. Oder in die Erntefeldprovinz, irgendwie sowas. Für die Angelquest. So, bin da. Silber habe ich zwar nicht bekommen, allerdings ist Little Sister halt auch gar nicht verpflegt. Little Sister wartet eigentlich nur darauf, dass sie jetzt endlich in Rente gehen darf, aber solange ich noch keine Story-Quest habe oder zumindest irgendwas zu tun habe, will ich irgendwie kein neues Pferd kaufen auf Tilda. Ja, das nenne ich vernünftiges Reiten. Super. Wir haben dafür so ein kleines Bandana bekommen. Bandana Betsy, möchtest du den Ranch-Stop einatmen? Nein, schnapp dir ein Bandana, das zu deinem Outfit passt. Ja. Können wir für 150 verkaufen? Da es aber ein Dings ist, ein Quest-Item werde ich behalten. So, für ein paar Hühner mehr. Wenn du deine Cowgirl-Fähigkeiten so richtig testen willst, versuch meine Kumpeline Gag West zu fangen. Sie ist die, die den mächtigen, prächtigen Cowboy-Hut trägt. Ich liebe dieses Hühnchen mit Hut. Ohne Witz. Entschuldigt, falls ihr das gehört habt, das war mein Wecker. Wir haben 4:15 Uhr, das ist der Wecker von wegen, hey, wenn du jetzt noch irgendwas heute machen willst. Ah, das ist das Rennen, was wir letztes Jahr beim Camp Western hatten. Das ist mein Wecker von wegen, ja, wenn du heute noch irgendwas machen willst, dann mach es jetzt, weil wir haben schon spät. Und ja, ich habe für so ziemlich alles Wecker. So. Auf das Camp Western freue ich mich tatsächlich irgendwie. Ich habe auf Mackenzie von letztem Jahr noch über 1000 Marken über.
weil man ja so viele Marken bekommen hat durch das ganze Goldsuchen etc. Und Gold habe ich auf Mackenzie auch noch extrem viel über. Ich glaube 5 oder 6 999er Stacks. Ach, guck mal, das ist ein Stern, schön. Hallo? Hallo? Danke. Daran kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Vielleicht ist es auch einfach nur eine abgeänderte Form von dem Rennen letztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Das werden wir ja sehen, wenn Camp Western wieder reinkommt. Ich werde sterben. Ah! Nee, ich hab's überlebt. Also alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Fertig. Ich habe keinen Rang. Yay. Ich habe nicht mal Bronze bekommen. Wenn du weiter so gut reitest, wirst du mal eine so große Legende wie ich. Naja, fast so groß. Das sind die beiden Rennen, die heute reinkamen. Für das eine haben wir ein rotes Bandana bekommen, für das andere ein Bandana Clementine. Möchtest du sehen? Ja, steht das gleiche. Genau. Die beiden Rennen kamen heute rein. Und das sind jetzt 6 Minuten Spaß gewesen. Ja. Herr Pike. Ich meine, wir können noch einmal Spinnen suchen. Das ist eine ganze Folge, aber Tokens geheime Orte. Ist auch eine extra Folge. Vor Pinter Championat. Ja, komm, ist nur einmal durchreiten. Und Jovik Dressur reiten. Das mache ich nicht. Das wird es hier nicht geben. Legendärer Fisch, die Mördermoräne. Mördermaräne, Entschuldigung. Wie viel fehlt mir denn da an Ruf noch? Gucken wir mal. Jamie Olivenbaum. Okay, da haben wir noch einiges, was mir an Ruf fehlt. Ich habe 800 von 1500. Da, südliche Abteilung. Da fehlt mir nicht mehr so viel. Ein bisschen was fehlt noch, aber nicht mehr allzu viel. Ja gut, wir fahren jetzt erst ins Mondsicheldorf. Beziehungsweise an New Hillcrest Stall. Dann gehen wir mal zu Jamie Olivenbaum und quatschen mal eine Runde mit der. Ich hoffe, dass Star Stable das irgendwann mal auf die Kette bekommt, endlich weiterzumachen. Ja, wir können natürlich bei Mutterstein auch noch weitermachen, aber dafür muss ich erstmal Licht sammeln und ich hatte in letzter Zeit einfach so gar keine Lust darauf, bei Tilda reinzugehen, weil ich hier einfach nichts zu tun habe. Hi, heute wird gebacken. Wie schön, dich zu sehen. Frag, ob du mir helfen kannst, große Bestellung des Tages zu backen. Bleib in der Küche und helf dir. Hör zu, das läuft super. Oh ja, total super. Total super. Kann absolut nichts schief gehen. Jetzt lernst du, wie man Pizza backt. Okay. Dann gib her. Hol den Kochtopf. Hab ich. Füll den Topf mit Wasser. Wasser erhitzen. Mehl holen. Gib Mehl in die Schüssel. Hole das Backpulver. Gib Backpulver in die Schüssel. Nimm den Schneebesen und verrühre alles. Hole das Salz. Gib das Salz in die Schüssel. Hole den Topf. Gib das Wasser in die Schüssel. Knete den Teig. Gib das Mehl in die Schüssel. Knete den Teig. Knete den Teig. Habe ich was falsch gemacht? Nö, anscheinend nicht. Okay. Ich habe das schon mal gesagt. Sag es wieder, du bist ein Talent dafür. Okay, super. Raus mit dem Alten. Es ist immer schön, dich zu sehen, hier zu arbeiten. Hol die leeren Milchflaschen. Okay, machen wir. Ich finde es halt einfach absolut kacke. Star Stable arbeitet an allem. Aber daran, dass Leute, die Probleme mit der Story-Quest haben, mit der Story-Quest weitermachen können, daran arbeiten sie nicht.
Ich habe den letztes Jahr geschrieben, dass die Story-Quest bei mir nicht vorhanden ist. Die Story-Quest ist weg. Ja, wir arbeiten daran. Okay, gut. Dachte mir ja. Ich meine, ist ja die Story-Quest. Da wird ja dann schon Priorität draufgelegt. Ja, am Arsch. Nix Priorität. Bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, wie das jetzt in nächster Zeit mit Star Stable weitergeht. Weil ich halt einfach nichts zu tun habe auf Tilda. Und ich deswegen wirklich am Überlegen bin, ob ich das bei Tilda einfach pausiere, bis ich wieder was zu tun habe. Und zwar ein bisschen mehr, als jedes Mal nur einen Fussel aufzunehmen. Weil das nervt. Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Spinnenquests. Also noch zwei. Dann habe ich die Spinnen auch fertig. Ich kann noch einmal Token machen. Ich habe jetzt noch die zwei Rufquests. Also einmal hier bei Jamie und einmal beim Fischer. Aber das war's. Mehr habe ich nicht zu tun. Und da ja nicht wirklich Großartiges was reinkommt. Ja, okay, wie gesagt, ich kann halt noch beim Mutterstein noch was machen. Aber dafür muss ich erstmal einen Haufen Kram sammeln. Und so viel ist da ja auch nicht zu tun. Ja, wir können auch die anderen Pferde suchen. Ja. Das sind aber auch, keine Ahnung, 2, 3 Folgen maximal. Sowas um den Dreh. Mit ganz viel Glück kriege ich 4 Folgen hin. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will ja die Folgen nicht strecken müssen. Ich meine, ich strecke ja jetzt hier schon die Folge, damit ich überhaupt eine ungefähre Folge zusammenbekomme. Und das nervt mich einfach. Ich meine, es ist die scheiß Story-Quest. Dann sollen sie mich manuell freischalten. Damit ich wenigstens weitermachen kann. Weil es muss ja irgendeinen Weg geben, dass ich weitermachen kann. Und wenn die mir sagen, von wegen, ja, manuell freischalten geht nicht, dann klatscht das hier, aber kein Beifall. Jeder verkackte ITler sollte in der Lage sein, mich manuell dafür freizuschalten. Oder diese Scheiß-Quest dann einfach rauszunehmen aus den Bedingungen. So. Wohin müssen wir? Ich hab's schon wieder vergessen. Goldspurfarm. Wir fangen jetzt noch den Fisch. Damit wir da auch ein bisschen weiter Ruf farmen können. Ich werde mich jetzt die nächsten Tage dann wirklich mal dran setzen müssen, den Kram zu machen, den Ruf zu farmen. Damit ich wenigstens ein bisschen noch hab, was ich euch zeigen kann. Ich meine, aktuell ist es ja nicht so schlimm, weil ich ja sowieso im Voraus aufnehme. Ich meine, ich nehme das hier jetzt gerade am 1. Mai auf. Und ich habe keine Ahnung, wann die Folge hier überhaupt kommt. Weil ich absolut keinen blassen Schimmer habe, wann ich wieder anfange hochzuladen. Das hängt ein bisschen davon ab, wann hier endlich der Kram weitergeht. Ich hatte im Infovideo ja schon berichtet, was hier los ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist gerade noch gar nichts fertig. Und, ja. Angel nach Rängen in den vergessenen Feldern. Okay, ja. Dann einmal ab in die vergessenen Felder. Ich meine, ich habe 2 kleine Zwischenprojekte aufgenommen, die ich halt hochladen kann, wenn ich bei Star Stable absolut keine Folgen mehr habe. Beziehungsweise um die Star Stable Folgen etwas zu strecken. Also, dass ich dann einen Tag Star Stable hochlade, auf dem anderen Tag das kleine Projekt, dann wieder eine Folge Star Stable, dann wieder das kleine Projekt. Einfach um die Star Stable Folgen ein bisschen zu ziehen. Aber es nervt mich einfach. Es macht mir halt auch keinen Spaß, dann jedes Mal in Star Stable reinzugehen, zu wissen, okay, mit ein bisschen Glück kriege ich heute die 15 Minuten voll. Ich möchte doch einfach nur weitermachen. Vor allem, ich weiß ja, dass noch echt viel für mich zu tun ist. Weil wir haben N noch nicht gerettet. Und an der Story Quest wird ja auch einiges weitergemacht. Vor Maria zum Beispiel ist offen. Das alles habe ich nicht zur Verfügung, weil mir diese scheiß eine Story-Quest fehlt. Weil ich N noch nicht gerettet habe. Dankeschön. So, jetzt habe ich diese blöden Fische endlich. Ich hoffe einfach nur, dass ich
bald die Story-Quest wieder machen kann. Ich meine, ich habe auch noch angefangen, Kram für Farahs Shop zu machen, wo mir dann auch noch einiges an Sachen fehlt, die ich noch nicht hergestellt habe. Aber das ist ja auch keine Quest. Das ist ja dann im Endeffekt nur Kram, den ich auf die Pferde klatsche. Ich denke, man kann meinen Unmut da durchaus verstehen. Ich meine, auf Mackenzie bin ich in letzter Zeit wieder etwas aktiver, weil ich, ja, leveln kann und auch wieder den Spaß am Leveln irgendwo gefunden habe. Da hatte ich den Spaß nämlich auch eine ganze Zeit lang verloren, weil ich einfach so abgefuckt von Star Stable war, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weil sie nur Scheiße gebaut haben. Es ist einfach so, tut mir leid. Es ist aber so. Aber auf Tilda habe ich nichts zu tun. Und weil gerade Tilda halt der Account ist, mit dem ich eigentlich YouTube mache, regt das mich ziemlich auf. Ich meine, ich habe noch genug andere Spiele im Petto, wo ich sage, okay, die wollte ich sowieso noch aufnehmen. Zum Beispiel Turnip Boy, der zweite Teil kam da erst vor kurzem raus. Davon habe ich den ersten Teil schon aufgenommen. Der soll als Zwischenprojekt immer mal wieder kommen. Dann ist da noch, wie heißt das? Hier, Fraud Detective. Die Sachen sollen auch, das wollte ich auch noch aufnehmen. Aber ja, es ist halt einfach blöd. Gut, dann habe ich jetzt genug hier rumgejammert und rumgemeckert. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt gleich noch ein bisschen hinsetzen und ein bisschen Licht farmen, da ich nebenbei darauf warte, dass mein Disney Dreamlight Valley Update lädt und mein Internet ist kacke. Deswegen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Licht farmen, damit wir wenigstens da ein bisschen weitermachen können. Und ja, gut. Dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!